Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte zunächst einmal Frau Ciborra anschließen. Ich möchte auch erst einmal zu Beginn meiner Rede zum Ausdruck bringen, dass die Studierenden in Berlin und Brandenburg uns allen eines voraus haben. Sie haben seit Jahren das verpflichtende Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel. Sie zahlen alle solidarisch ein, profitieren von einem guten Nahverkehrsangebot im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. 200.000 Studierende erhalten einen klaren Anreiz zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Sie nutzen sie auch, sie zahlen alle dafür. Und daher möchte ich auch im Namen meiner Fraktion zunächst einmal einen großen Dank an alle Studierenden und auch ehemalige Studierenden in Berlin und Brandenburg ausrichten. Das muss und sollte von uns gewürdigt werden und dabei sei auch erwähnt, das hatte Frau Ciborra ebenso erwähnt in ihrer Rede, Sie waren dabei und sind immer auch ein fester Posten in den Kalkulationen des Verkehrsverbunds, das darf man bei der ganzen Diskussion nie vergessen. Und nun laufen auch seit Jahren Diskussionen über die Zukunft des Semesterartikels. Es ist in der Tat so, ich möchte jetzt keine komplette Geschichtsstunde machen, aber 2020, fange jetzt mal dort an, hatten wir die Situation, dass monatelang die Studierenden mit dem VBB über die Zukunft des Semesterartikels verhandelten. Der damals gültige Vertrag endete zum Wintersemester 2021. Es wurde eine neue Vereinbarung oder sollte eine neue Vereinbarung geschlossen werden. Doch der VBB wollte den Preis für das Semesterticket ab Sommersemester 2021 erhöhen. Es gab dann eine Ablehnung des Angebots durch die Studierenden und dies natürlich auch nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Daran sei auch nochmal erinnert. Sie wünschten sich damals eine Anpassung des Tickets an den Tarif für Auszubildende. Damals hatten wir kurz zuvor das 365-Euro-Ticket für Auszubildende eingeführt. Also so viel zu meinem Vorredner, der gerne sagt, es ist hier gar nichts passiert. Also es ist ja sowieso klar, dass das nicht stimmt. Aber man kann immer mal wieder auch solche Fakten durchaus auch mal einflechten und mal daran erinnern, wo wir eigentlich herkommen. Meine Fraktion hatte damals erklärt, dass sie insgesamt die damals geplanten Tariferhöhungen im VBB für falsch hielt, auch die Fahrpreiserhöhungen für die Studierenden. Wir wollten das Einfrieren des aktuellen Preises für das Semesterticket und vorbereiten, dass man auch eine Subventionierung des Tickets ermöglicht. Und wir, da spreche ich als auch meinen Kollegen Tobias Schulze an, mussten in der Debatte auch immer wieder deutlich machen, dass die Pandemie eben nicht nur die Verkehrsunternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten brachte, sondern natürlich auch die Studierenden. Das gehört dann auch mit dazu zur Wahrheit. Daher haben wir immer wieder betont, dass es selbstverständlich ja auch die Bereitschaft gab, bei den Studierenden am Solidarmodell festzuhalten, weil sie auch davon überzeugt sind, dass es wirklich ein Beitrag zur Klimapolitik und zur Verkehrswende ist. Aber das darf eben nicht, dieses Solidarmodell, durch überzogene Preisforderungen riskiert werden. Letztlich haben wir es geschafft, ein Preismoratorium einzurichten. Das Land Berlin hat einen Zuschuss zur Verfügung gestellt. Das haben wir gemeinsam, SPD, Grüne und Linke, sehr gut hingekriegt, meine Damen und Herren. Aber da es wieder keine langfristigen Lösungen gab, mussten wir für ein weiteres Moratorium sorgen und das nach anderthalb Jahren Pandemie. In dieser Zeit haben die Studierenden das Ticket weiter pflichtgemäß bezahlt, obwohl es keine Präsenzveranstaltung gab und sie es faktisch das Ticket nicht so nutzen konnten, wie es sonst vorher der Fall war. Und nun möchte ich noch einmal zu einem nächsten Meilenstein kommen, das 9-Euro-Ticket. Auch da haben wir es geschafft, eine Gerechtigkeitslücke zu stopfen, indem wir noch einmal klarstellen konnten, dass das Semesterticket auch als 9-Euro-Ticket gilt und damit selbstverständlich alle Studierenden auch, also das Ticket für den Nah- und Regionalverkehr, nutzen können. Es hieß für die Berliner Studierenden noch im Mai, im Sommer sollen die zu viel gezahlten Beiträge zurückkommen. Und jetzt komme ich auf etwas, was nicht gut gelaufen ist. Im November hat mein Kollege Schulze und ich offiziell beim Senat zu den Rückerstattungen nachgefragt und das Ergebnis war ernüchternd. Die Rückerstattungen beim Semesterticket für das zurückliegende Sommersemester hatten teilweise noch immer nicht begonnen. Einige Hochschulen konnten die Rückerstattungen bereits ab Juni möglich machen und sie auch abschließen, während bei anderen noch nicht einmal die Antragsphase gestartet wurde. Die eigentlich für den Sommer geplante Entlastung kam also massiv bei den Studierenden, massiv verspätet bei den Studierenden an und das geht gar nicht. Denn die soziale Lage ist bereits durch die Corona-Pandemie bei den Studierenden prekär und natürlich auch durch die Energiekrise. 2021 lagen fast 38% der Studierenden mit ihrem Monatseinkommen unter der statistischen Armutsgrenze. Das müssen wir doch im Blick haben. Unsere Fraktion, also meine Fraktion, ist der Auffassung, dass wir daraus lernen müssen
und zukünftig ein einheitliches System bei Rückerstattungen und Auszahlungen von Hilfen an Studierende brauchen. Die Hochschulen sind dafür zentrales Element, um eine zügige Abwicklung zu garantieren. Und die nächste Hilfe für Studierende kündigt sich ja bereits schon an in Form des 200-Euro-Zuschusses durch das dritte Entlastungspaket des Bundes. Und dass wir jetzt wieder in der Situation sind, dass wir wieder stockende Verhandlungen haben zwischen dem VBB und den Studierendenschaften, das ist wirklich frustrierend. Immer wieder muss die Politik eingreifen, bevor die Züge endgültig aufeinander prallen. Das kann so nicht mehr weiterlaufen. Wir können uns keine weiteren Hängepartien mehr leisten. Das Sommersemester, das Semesterticket für das Sommersemester 23 ist nochmal gerettet worden. Das nächste Semester wird bald kommen und die Diskussion über den Tarif wird weiter schwierig und kompliziert bleiben. Heute tagt der VBB-Aufsichtsrat und wir erhoffen uns, dass das 29-Euro-Ticket verlängert werden kann von Januar bis Ende März. Und dabei möchte ich nochmal erwähnen, wie wichtig es war, dass wir es gemeinsam als Koalition von SPD, Grünen und Linken geschafft haben, das 9-Euro-Sozialticket einzuführen. Davon profitieren über 650.000 erwachsene Personen in Berlin. Das ist eine konkrete, spürbare Entlastung für Menschen mit wenig Geld, die von der Krise besonders betroffen sind. Und wie wird es dann ab dem 1. April weitergehen, wenn wir das 49-Euro-Ticket bundesweit bekommen? Es sind keine sozialen Staffelungen geplant. Und da wird auch nichts mehr kommen vom Bund. Man hat sich schon schwer getan, das Ticket überhaupt auf den Weg zu bringen. Und aus diesem Ticket müssen wir nun das Beste machen. Und für uns als Linksfraktion ist dabei das Prinzip wichtig, dass wir weiter gezielt entlasten, so wie wir es jetzt mit dem 29-Euro-Ticket und dem 9-Euro-Sozialticket in der Übergangsphase machen. Drei Punkte dazu. Das 9-Euro-Sozialticket wollen wir im nächsten Schritt auf das Gesamtjahr 23 ausweiten. Dafür haben wir im Nachtragshaushalt vorgesorgt und wir wollen dann die dauerhafte Absenkung auf 9 Euro und ebenso die Prüfung der Ausweitung auf den C-Bereich. Unser Ziel, ein gemeinsames Mobilitätsticket für Berlin und Brandenburg, meine Damen und Herren. Ist der Mund doch etwas trocken geworden. Dann zum Zweiten. Wenn das bundesweite 49-Euro-Ticket kommt, müssen wir uns sehr zügig alle weiteren Tarifprodukte im VBB genau anschauen. Denn natürlich werden die Produkte oberhalb der Kategorie von 49 Euro ohnehin unattraktiv. Und es ist unsere Auffassung, es sollten vor allem Abonnements, die durch das Berliner 29-Euro-Ticket nicht entlastet werden konnten, in diese künftigen Regelungen einbezogen werden. Ich darf noch mal daran erinnern, Inhaberin von VBB Seniorinnen-Abos, 65+, Azubi-Tickets, Studierende, wurden erwähnt, erhielten keine Entlastung. Wir brauchen also prioritär neben der Absenkung des Sozialtickets auf 9 Euro insbesondere Vergünstigungen bei Abos, die auch Tarifgebiete außerhalb von Berlin AB umfassen. Bei 65+, beim Azubi-Abo, bei ABC-Abos und bei Semestertickets, meine Damen und Herren. Und weiterhin gehört dazu die Diskussion darüber, ob wir die Finanzierung der weiteren Absenkung des bundesweiten Tickets von 49 auf 29 Euro für alle stemmen können. Eine Fortführung nur für Berlin AB wäre nicht im Rahmen einer bundesweiten Lösung. Zwei Tickets nebeneinander, 29 Euro Berlin AB und 49 Euro Bund, ist nicht sinnvoll. Die Berliner und Berliner werden dann das 29-Euro-Ticket AB in Anspruch nehmen, im Sommer in den Ferien kündigen und dann in das 49-Euro-Ticket einsteigen, um wegzufahren und dann gehen sie wieder ins 29-Euro-Ticket. Das ist Quatsch. Wir sollten daher eher dann überlegen, auf dem 49-Euro-Ticket des Bundes aufzusetzen und den Ticketpreis entweder weiter runter subventionieren auf das 29-Euro-Niveau oder gute Lösungen zur Verbindung mit Firmentickets finden. Und bei all dem müssen wir zwei Dinge im Blick behalten. Diese Mittelbindung darf nicht dazu führen, dass am Ende finanzielle Mittel für den Ausbau und die Qualitätserhöhung des Nahverkehrs fehlen. Dazu gehört natürlich selbstverständlich auch noch anderes, wie der Schulbau, die Energiewende, Bürgerdienste, die Sanierung der Infrastruktur. Ich darf mal daran erinnern, das ist mir als Verkehrspolitiker noch mal ein großes Anliegen. Es ist noch nicht gelungen, den BVG-Verkehrsvertrag entsprechend des beschlossenen Nahverkehrsplans komplett finanziell abzusichern. Die Verkehrsunternehmen müssen aktuell viele zusätzliche Kosten, vor allem für Energie, stemmen, was am Ende auch auf das Land zurückfällt. Die BVG hat 3% der Busverkehre gestrichen, weil ihnen die Fahrerinnen und Fahrer fehlen.
Wir konnten mit großen Anstrengungen bei den letzten Haushaltsverhandlungen die wichtigsten I-2030-Investitionen und Straßenbahninvestitionen sicherstellen. Aber auch die Neubeschaffung von S-Bahn-Wagen wird nicht unbeeinflusst von der Inflation sein. Ich will damit sagen, wir haben viele Baustellen im Bereich des Nahverkehrs, wo wir weiterhin Finanzmittel absichern müssen. Es muss uns gelingen, Investitionen und attraktive Tarife für die Verkehrswende gleichermaßen abzusichern. Wir stehen dafür bereit, als Fraktion die nächsten Schritte zu gehen, damit wir die Mobilität für alle in Berlin weiter verbessern, mit weniger Verkehr, bezahlbaren Tickets und einer gut ausgebauten Infrastruktur. Vielen Dank.